Nesquik habe ich geliebt als Kind. Nescafé hat, glaube ich, so gut wie jeder Erwachsene schon mal getrunken. Und zwar längst nicht nur in Deutschland. Und wo werden Nescafé und Nesquik hergestellt? Vielleicht wissen Sie es. In Mainz. 15.000 Tonnen werden dort pro Jahr produziert, sagt das Unternehmen. Und diese 15.000 Tonnen gehen in 40 Länder. Doch warum ist ausgerechnet Nescafé so bekannt? Und, was ja gerade bei Kaffeeprodukten ein großes Thema ist, wo kommen die Rohstoffe her? Was ist mit den Menschen auf den Kaffeeplantagen? Das klären wir. Marktcheck checkt Nescafé. Was für ein Produkt verbinden Sie mit dieser Verpackung? Fertigkaffee. Ja, hier Nescafé. Nescafé. Sieht aus wie löslicher Kaffee, aber was für ein Produkt kann ich Ihnen nicht sagen. Nescafé vielleicht. Warum kommt man sofort auf Nescafé? Na, wegen dem Gebrösel. Eine alte Erinnerung, ne? Von ganz früher. Also A, kenne ich es von meinen Großeltern, die es damals benutzt haben, und B, nehmen wir das als Notlösung für den Urlaub. Nescafé ist Instant-Café. Nescafé. Inbegriff für löslichen Kaffee und der erste Instant-Kaffee überhaupt. Umsatzstärkstes Produkt der Firma? Nescafé Gold. Seit mehr als 50 Jahren hergestellt in Rheinland-Pfalz. Doch was steckt hinter dem Traditionsprodukt? Stimmen Geschmack und Qualität? Und woher stammt der Kaffee, der hier verarbeitet wird? Ein Fall für unsere Marktchecker. Ein Kaffeeröster? Eine Lebensmittelchemikerin? Ein Marketingprofessor und eine Entwicklungshelferin. Das Nescafé-Werk in Mainz. Jeden Tag werden hier 120 Tonnen Rohkaffee angeliefert. Bei der Auswahl der Kaffeebohnen legt das Unternehmen nach eigenen Angaben besonders viel Wert auf Qualität. Diese Lieferung stammt aus Brasilien. Die Bohnen sind noch grün. Ihre typisch braune Farbe erhalten sie erst bei der Röstung. Auch die erfolgt hier im Werk. So wie bereits vor 50 Jahren. Damals begann Nescafé damit, den aufgebrühten Kaffee gefriert zu trocknen. Beim Gefriertrocknungsverfahren wird der flüssige Extrakt bei arktischen Temperaturen eingefroren und ihm anschließend in einem Vakuumtunnel die Feuchtigkeit entzogen. Die neue Methode, damals eine absolute Weltneuheit. Und heute? Pure Nostalgie? Was glauben die Passanten in Mainz? Welcher Kaffee wird weltweit am meisten getrunken? Löslicher Instant-Kaffee, klassischer Filterkaffee oder liegen Kapsel und Co. bereits vorne? Ich denke der Filterkaffee, weil man den in großen Mengen machen kann. Instant? Wahrscheinlich das Automatenkapselsystem. Ja, würde ich auch sagen. Ja. Warum? Weil das ja jetzt so eine neue Innovation ist. Also. Filterkaffee? Warum? Weil ich den trinke. Okay. So wie Sie denken die meisten, doch weit gefehlt. Weltweit am beliebtesten ist tatsächlich der Instant-Kaffee. Wirklich? Das hätte ich nicht gedacht. Das trinken die Omas, glaube ich. Meine Oma hat das früher immer getrunken. Ist ja Wahnsinn. Das hätte ich am wenigsten gedacht. Stimmt aber. Allein vom löslichen Nescafé werden weltweit 4.600 Tassen getrunken pro Sekunde. Zurück im Werk. 132.000 Gläser Nescafé Gold werden hier in einer Schicht abgefüllt. Von Mainz exportiert in 40 Länder. Diese gehen nach Ägypten. Das Kaffeegranulat muss nur noch verpackt werden. Aroma und Geschmack sollen wie in einem Mini-Tresor verschlossen sein, verspricht der Hersteller. Doch wie gut ist der Geschmack tatsächlich? Das wollen wir in Koblenz herausfinden. Drei lösliche Kaffees treten gegeneinander an. Nescafé Gold, ein Aldi-Produkt und Jakobs Krönung, der größte Konkurrent von Nescafé. Natürlich wissen die Passanten nicht, welches Produkt in welchem Becher steckt. Und los geht's. Wir bitten 100 Passanten zur Blindverkostung. Gut. Zack. So, jetzt zeige ich Ihnen mal, Ihr Lieblingskaffee ist ein Instant-Kaffee von Aldi. Oh. Überrascht? Ja. Instant-Kaffee von Nescafé. Oh, trinke ich sonst überhaupt nicht. Ich trinke sonst nur Bohnenkaffee, gefiltert. Aber ist gut. Nee, ich trinke doch gar keinen Instant-Kaffee, das kann nicht sein. Ja, ich fand den aromatisch, fand ich den jetzt besser als die anderen. Nach etlichen Stunden ist es soweit. 100 Koblenzer haben bewertet und probiert. Jetzt wird ausgezählt. Das Ergebnis?
Der teure Nescafé hat 31 Passanten am besten geschmeckt und liegt damit gleich auf mit dem nur halb so teuren Aldi-Produkt. Knapper Sieger hingegen der Hauptkonkurrent von Jakobs. Die Instant-Krönung war für 38 Personen der Favorit. Mit diesem Ergebnis fahren wir nach Frankfurt zu Nestlé, dem Mutterkonzern von Nescafé, und zeigen Christoph Ahlborn unsere Aufnahmen. Was sagt der Marketingchef von Nescafé zum mäßigen Abschneiden? Sehr überrascht. Wir führen selber intern sehr viele Befragungen und Tests durch, auch mit unabhängigen Marktforschungsinstituten. Und da gelingt es uns, mit Nescafé eine deutliche Präferenz zu erzielen. Insofern sehr überrascht von dem Testergebnis aus der Koblenzer Innenstadt. Der Geschmack eines Kaffees hängt von verschiedenen Faktoren ab. Das weiß Norbert Becker, Kaffeeröster aus Rheinhessen. Ein wichtiges Kriterium, die Auswahl der Kaffeebohnen. Im Prinzip unterscheidet man grob zwischen Robusta und Arabica. Arabica, die edlere Bohne. Beginnend bei 800 Metern bis 2200 Metern werden diese Kaffees angebaut, nach Würze, nach Säure und Aroma bewertet, während Robusta der primitivere Kaffee ist, zwischen 400 und 800 Metern angebaut. Neben der Auswahl der Bohnen kommt es beim Geschmack auch auf die Röstung an. Erst dadurch entstehen die Aromastoffe wie etwa Koffein. Norbert Becker lässt sich viel Zeit. Etwa fünfmal so lang wie eine industrielle Röstung bei Nescafé dauert es bei ihm. So wird der Kaffee besonders magenfreundlich. Mit seinen Spezialitäten kann Instant-Kaffee nicht mithalten. Doch auch Nescafé verspricht beste Qualität. Und was steckt wirklich drin? Unser nächster Check. Im Labor lassen wir lösliche Kaffees von Lebensmittelchemikerin Natascha Ruh analysieren. Neben Nescafé nehmen wir wieder das Aldi-Produkt und Jakobs unter die Lupe. Erster Testpunkt, der Koffeingehalt. Gerade am Morgen ist Kaffee der Muntermacher. Doch dafür taugt keiner der Instant-Kaffees. Am meisten Koffein hat immer noch Jakobs. Man kann sagen, dass auf jeden Fall weniger Koffeingehalt im löslichen Kaffee ist als im regulären Bohnenkaffee. Ungefähr die Hälfte, je nach Kaffeesorte, mit der man es dann schlussendlich auch vergleicht. Aber es ist auf jeden Fall weniger Koffein enthalten. Beim Rösten der Kaffeebohne entsteht noch ein anderer Stoff, Furan. Im Tierversuch wird Furan als krebserregend eingestuft. Auch darauf lassen wir die Produkte untersuchen. Vor einigen Jahren konnte man in löslichem Kaffee eine erhöhte Menge Furan feststellen. In unseren Proben hier konnten wir nur ganz geringe Mengen Furan finden. Das bedeutet, dass der Herstellungsprozess mittlerweile viel schonender ist als früher. Und welche Bohne steckt im Kaffee? Auch das soll Natascha Ruh herausfinden. Arabica oder Robusta? Die minderwertige Robusta-Bohne kostet etwa nur die Hälfte. Bei Aldi und Jakobs finden wir ausschließlich Arabica-Bohnen. Bei Nescafé Gold dagegen 16% Robusta. Ausgerechnet der hochpreisige Nescafé hat zum Teil billige Bohnen verarbeitet. Wie passt das zusammen? Entscheidend für uns ist, dass wir die Präferenz unserer Kunden treffen. Und daher verwenden wir Kaffeemischungen sowohl aus hochwertigen Arabica- und Robusta-Bohnen, um diese Präferenz unserer Konsumenten zu erreichen. Unser nächster Check, die Werbestrategie. Tippen Sie das mal bitte ab. Nescafé setzt seit Jahrzehnten auf eine Botschaft. Ja, bitte. Schnell zubereiteter, hochwertiger Kaffeegenuss. Gut so. Klasse. Doch kommt die Botschaft beim Kunden auch an? Ja, man kennt's, aber man benutzt es nicht. Also. Man kocht Kaffee. Ich trinke es nicht, schmeckt furchtbar. Schon Jahre her haben wir, ja, ganz früh haben wir auch mal einen Kaffee. Ja, wenn wir auf Reisen sind manchmal, ja. Das Image also nicht edel und gut, sondern eher alt und verstaubt. Zumindest in Deutschland. Für Markus Voth, Marketingprofessor an der Universität Hohenheim, keine Überraschung. Die Marke Nescafé kennt praktisch jeder. Was aber nicht heißt, dass die Menschen Nescafé auch überwiegend konsumieren. Löslicher Kaffee ist zumindest in Deutschland ein Nischenprodukt, was vielleicht für 10-15% der Bevölkerung in Frage kommt. Und das ist eben ganz typisch. Es gibt starke Marken, die jeder kennt, aber die eben doch nicht jeder konsumieren will. Echten Kaffee, Nescafé, herrlich. Weil in den Köpfen noch das biedere Bild von Anno dazumal herrscht.
Doch ist löslicher Kaffee wirklich schlechter als moderne Kaffeeprodukte? Das wollen wir in einem weiteren Test herausfinden. Zur Blindverkostung treten diesmal an Nescafé Gold gegen das Kapselsystem Dolce Gusto sowie den Filterkaffee eines Markenherstellers. Dann zum Wohl. Ja. Fein herb, würde ich sagen. Bekömmlich. Ihr Favorit ist der Instant-Kaffee. Hätte ich nicht gedacht. Zack, und da Instant-Kaffee, genau. Hätte ich niemals geglaubt. Ja, ist aber gut. Mit diesem Ergebnis hätten wir nicht gerechnet. Die Hälfte der Passanten findet den löslichen Kaffee am besten. Das Instant-Produkt also offenbar besser als sein Image. Der deutsche Markt spielt aufgrund der hier bestehenden Marktverhältnisse zwischen löslichem Kaffee und normalem Kaffee eben vielleicht für Nescafé nicht die zentrale Rolle. Und vor dem Hintergrund ist es vielleicht auch verständlich, dass man durch Marketing und Kommunikation eigentlich sehr wenig nur gemacht hat, um das eher negative Markenimage von Nescafé in den Köpfen deutscher Kunden zu verändern. Unser letzter Check. Wie nachhaltig und fair ist der Anbau? Kaffee wird überwiegend in Brasilien, Vietnam und Kolumbien angebaut. Davon leben weltweit 125 Millionen Menschen, schätzen Experten. Viele in Armut. Vom florierenden Geschäft mit den Bohnen haben die Bauern wie hier in Guatemala wenig. Selbst Kinderarbeit gehört auf einigen Kaffeeplantagen zum Alltag. Statt zur Schule zu gehen, schuftet die 11-jährige Mariselda den ganzen Tag auf der Plantage. Sie muss ihren Eltern helfen. Sonst würde die Familie nicht über die Runden kommen. Solche Bilder kennt man auch bei Nescafé. Und das Unternehmen weiß auch, dass so etwas bei den westlichen Kunden nicht gut ankommt. Mehr Nachhaltigkeit. Bei Nestlé Deutschland ist Achim Drewes dafür zuständig. Er verweist auf den sogenannten Nescafé-Plan, den das Unternehmen vor 2 Jahren ins Leben gerufen hat. Wir unterstützen im Rahmen des Nescafé-Plan Bauern unmittelbar durch Schulungen, durch Bereitstellung von leistungsfähigen Pflanzen. Wir bauen den Direkteinkauf von den Bauern aus. Und wir führen entsprechende Nachhaltigkeitsstandards in unsere gesamten Lieferkette ein. Klingt gut, aber kann der Nescafé-Plan die Situation der Bauern wirklich verbessern? Um das zu klären, fahren wir in die Schweiz. In Zürich treffen wir Andrea Hüsser. Sie engagiert sich seit langem für eine gerechte und menschenwürdige Globalisierung und hat den Nescafé-Plan am Beispiel von Mexiko genau unter die Lupe genommen. Das Ergebnis? Zwiespältig. Wenn man sich die Tonnen anguckt, dann ist das eine große Menge, die sie direkt einkaufen möchten. Wenn man dann das aber im Verhältnis sieht zum Gesamteinkauf, dann macht das insgesamt 20% aus. Das heißt, 80% des ganzen Einkaufs von Nestlé ist weder direkt noch zertifiziert, noch entspricht er irgendeinem Standard. Der Plan? Für Andrea Hüsser kein großer Wurf. Zumal auch das Verteilen von Robusta-Setzlingen an die Kaffeebauern überwiegend dem Unternehmen dient. Die Keimsetzlinge bringen der Industrie mehr, als sie den Kaffeebauern bringen. Weil der Robusta-Kaffee sehr viel günstiger ist als der Arabica-Kaffee. Das heißt, die Industrie kann mit dem Robusta-Kaffee genau den Kaffee erzeugen, den sie auch brauchen für die Nescafé-Produktion. Für die Bauern hilft es ihnen aber nicht, ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Unser Fazit. Der Geschmack von Nescafé ist besser, als viele denken. Doch trotz des hohen Preises werden teilweise billige Robusta-Bohnen verarbeitet. Das Image des Löslichen könnte das Unternehmen noch verbessern. Und auch bei der Nachhaltigkeit ist noch einiges zu tun.